28 Jahre alt, aus Letorad, einer der Hochburgen in Tschechien für Biathleten. Aber da kommt die Meute. Und da sind richtig gute mit dabei. Makovejev, der Russe, Erik Lesser. Gut für den Tschechen, dass die sich hier alle ein bisschen belauern, dass offenbar keiner das Tempo machen will. Martin Foucault genauso wenig und Ondrej Deresemlja, der Vierte im Bunde, scheint auch kein Interesse daran zu haben. Als wenn sie den Ersten im Prinzip abgeschenkt hätten. Aber das glaube ich nicht. Wenn man Martin Foucault kennt, dann weiß man, der setzt spätestens jetzt gleich an zur Aufholjagd. Was geht da noch? 16 Sekunden waren es nach dem Schießen. Ondrej Moravec. Dann kommt Martin Foucault, der Erste, der sich hier lösen kann aus der Verfolgergruppe. Dahinter Alexei Volkov und dann Erik Lesser. Dann Deresemlja. Also Lesser momentan auf 4. Einmal Dritter, das war sein bislang bestes Weltcup-Resultat. Vielleicht erinnern Sie sich, das war gleich zum Auftakt der Saison in Östersund, als er über 20 Kilometer auf Rang 3 gelandet war. Jetzt geht es ja sowieso nur noch alles oder nichts, alles was noch drin ist im Köcher. Aber Moravec weiß, er hat keinen geringeren hinter sich als Martin Foucault, den Franzosen, der hier täglich die Bestzeiten nur so hindonnert. Im Sprint 50 Sekunden schneller war als die meisten anderen, als zum Beispiel Bö und Arne Pfeiffer. Und er hat Boden gut gemacht, Martin Foucault. Und wenn man ihn kennt, dann weiß man, er will heute auch die 60 Punkte. Die gibt es nämlich für Rang 1. Und dann wäre er auch im Massenstart in der einzelnen Wertung so gut wie durch. Auch für den zweiten Platz gibt es noch reichlich Punkte, 54. Noch führt Moravec. Aber da kommt er, Martin Foucault. Für uns natürlich auch spannender Kampf dahinter. Volkov, Lesser und Deresemlja. Die drei scheinen es unter sich zu machen, was Rang 3 anbelangt. Kann da noch einer eingreifen? Tarje Bö könnte da hinten noch um die Ecke gekommen sein. Foucault, das sieht immer etwas behäbig aus, aber der Mann ist groß, der ist schlaksig und hat viel Power und viel Vortrieb und er springt die Berge auf. Sehr schön hier der Technikvergleich der beiden und gleich hat er ihn noch 5 Sekunden bis Moravec. Also 11 hat er aufgeholt seit dem Schießen und es ist Kilometer 13,4. Siegfried Massé nimmt da schon wieder Glückwünsche entgegen. 15 Kilometer lang ist diese Strecke, also 1,6 hat er noch und das wird schwer für Moravec. Und jetzt geht Lesser hier auf und davon, jetzt Lesser mal mit einem Zwischensport, das ist großartig, vorbei an Volkov. Klasse, der scheint noch Reserven zu haben, beflügelt auf dieser Massenstartstrecke von seinem 5. Platz bei den Weltmeisterschaften vielleicht. Und vielleicht zum 2. Mal in seiner Karriere auf dem Podium, das wäre klasse. Moravec hält sich vorne zäh und tapfer. Der spürt, der hört wahrscheinlich Foucault jetzt schon. Das Peitschen, wenn die Stöcke in den Schnee gehen. Den Atem, der wahrscheinlich immer näher kommt. Stelle ich mir unheimlich schwierig vor, weil man weiß, dahinter kommt einer, der deutlich mehr Power unter der Haube hat. Und das Ziel ist noch zu fern. Klar, dass sich die Kollegen der norwegischen Regie im Moment auf diesen Kampf hier vorn konzentrieren. Wir freuen uns über den zwischenzeitlichen 3. Platz von Erik Lesser, der an Makovejev vorbei gezogen ist. Der Russe im Moment 4. und 5. Deresemlja. Mit dem Mute des Verzweifelten. Ondrej Moravec, das ist eine fantastische Leistung, das steht jetzt schon mal fest. Der kämpft zäh, verbissen, donnert hier den Berg rauf. Und Martin Foucault immer noch in der 1-1er Technik. Und da hinten sehen Sie es, Erik Lesser. Auch der sieht stilistisch noch sehr gut aus, noch sehr frisch. Hat Ondrej Makovejev im Gepäck. Und dann kommt da der Amerikaner. Ist das Tim Burke, der da die Lücke geschlossen hat, der vorbei ist an Deresemlja. Also auch Burke schaltet sich nochmal ein in den Kampf um Platz 3. Jetzt ist es nicht mehr weit. Hier an der Schanze vorbei für Ondrej Moravec. Dann geht es gleich links runter ins Stadion. Schaut nochmal kurz nach rechts. Wo ist Martin Foucault? Wie viele Meter sind es noch?
Zuletzt, wir haben es gesehen, 4,9 Sekunden. Man hat fast den Eindruck, als wenn der Tscheche sich wieder ein bisschen lösen konnte. Und auch hier ist noch nichts vorbei. Erik Lesser schaut immer wieder nach hinten. Reicht der Vorsprung noch? Oder soll ich die anderen rankommen lassen und mich auf einen Endspurt einlassen? Jetzt wird taktiert. Lesser, Makoviev, Berg, André Derisemja, Vierter im Bunde. Auf jeden Fall ein starkes Resultat für den 24-Jährigen, der für Frankenhain startet, der in Oberhof zu Hause ist, dort gemeinsam mit seiner Freundin wohnt und hier ein richtig gutes Rennen macht. Erik Lesser immer noch auf Platz 3. Oben schon oberhalb der Scheiben ist André Morawetz unterwegs. Und Martin Foucault, der lässt es jetzt ruhig angehen. Der will nur noch den zweiten Platz sichern, wie es aussieht. Und da kommen sie, da kämpfen sie. Da kraxeln sie hier den Berg rauf. Lesser, Tim Berg dahinter. Dann Makoviev, der scheint geschlagen. Und auch der Derisemja. Also Tim Berg jetzt die größte Gefahr für Erik Lesser, was Rang 3 anbelangt. Und vorne da jubelt er. André Morawetz, der 28-Jährige aus Lettorat, bei seinem größten Triumph. Der Mann, der zweimal so unglücklich gescheitert ist in seiner Heimat bei der Weltmeisterschaft. Zweimal Rang 4 belegte. Der macht es heute besser. Der gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere. Der gewinnt hier am legendären Holmenkollen diesen Massenstart von Oslo. Das letzte Rennen dieses Weltcups vor dem großen Martin Foucault. Und dann kommt Erik Lesser. Fantastische Leistung. Erik Lesser mit einem einzigen Schießfehler belastet. Macht hier das größte Rennen in seiner Karriere vielleicht. Im Massenstart sich direkt im Kampf mit den anderen zu behaupten. Das ist für meine Begriffe nochmal eine Stufe höher als im 20er Dritter zu werden. Schlägt hier Tim Berg in einem begeisternden Finale. Fünfter dann Makoviev, Sechster Derisemja, Tarje Bö. Am Ende wieder ein bisschen nachgelassen. Auf Rang 7 vor dem Franzosen Jean-Guillaume Beatrix. Dann der erste Schwede mit Lindström. Und hinten wird nochmal verbissen gekämpft um den 10. Platz. Simon Eder. Und Erik Lesser. Schauen wir mal auf die Reaktion nach diesem phänomenalen Rennen. Haben wir auch nicht allzu oft gehabt in diesem Winter. Zwei Siege von Andy Birnbacher haben uns ein bisschen verwöhnt. In der ersten Phase der Saison zuletzt war es eher mau mit vorderen Platzierungen. Da freuen wir uns natürlich über diesen dritten von Erik Lesser umso mehr. Also hier vorn, das ist der Sieger, André Morawetz. Gratulation für den Mann, der in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Karriere überhaupt auf dem Podest auftauchte. Einmal Zweiter war, einmal Dritter. Heute hat er die Platzierung da oben perfekt und komplett gemacht. 17. Florian Graf jetzt, gerade im Ziel. Hat sich drei Fehler geleistet, genauso wie Andy Birnbacher auf Rang 18. 1,31 und 1,40 zurück hinter dem Tschechen Morawetz. Nicht ganz so, wie sie sich das erhofft hatten. Vor allen Dingen Andy Birnbacher hat ein bisschen weiter nach vorn geschielt. Vielleicht auch Arne Pfeiffer, der gestern so klasse gelaufen ist, in der Verfolgung Vierter war. Aber gegen Ende des Wettbewerbs dann schon deutlich müde wirkte. Und heute auch beim Schießen das Glück nicht auf seiner Seite hatte. So. Mit dem Sieg von Morawetz im Massenstart vor Martin Foucault und dem dritten Platz von Erik Lesser wollen wir gleich mal runterschauen zu Letztgenannten und hören, was er zu sagen hat. Bitte schön, Christian Wexner. Ja, wir gratulieren Erik Lesser. Platz 3 hier beim Massenstart am Holmenkollen. Was tut denn am meisten weh? Die ersten Wochen haben ganz viel getan, ganz viel wehgetan. Weil gestern das gestrige Rennen, das ging so derart in die Hose. Hilft gar nichts, da weiß man bei so einem Massenstart gar nicht, wo man so richtig steht in dem ganzen Feld. Und da hinten raus hat es eigentlich gar nicht so richtig viel getan. Ich wusste nur, es wird ganz schwierig. Ihr habt die alle nicht so richtig losgekriegt und am Ende bin ich mega froh, dass ich es mir zum einen selber gezeigt habe nach dem gestrigen Tag und zum anderen auch den Zuschauern wieder was geboten habe. Es war ja auf der Schlussrunde zu befürchten, dass Martin Foucault sich absetzen würde. Sie haben sicherlich auf die anderen geschaut. Mit welcher Einstellung sind Sie denn auf die Schlussrunde gegangen? Ja, ich habe mir so gedacht, dass ich, ja, Martin Foucault, ich dachte, der wirst vielleicht schlecht kriegen, aber dann sah er doch relativ nicht so fit aus. Der sah er jedenfalls aus, ne, weiß man mal nie. Und dann habe ich es aber mal versucht, bin hier hinten vorbeigegangen, um mal zu gucken, wie die anderen drauf reagieren. Und dann ging es nur noch darum,
vorne zu bleiben und den anderen auch was zu bieten auf der letzten Runde, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, vorbei zu wollen. Es waren ja Makrovir von Derry Semlia, dann kam dann noch Berg, der ein bisschen aufgelaufen ist auf die Gruppe. Wie viel kriegt man da mit, gegen wen man überhaupt läuft und wie man taktieren muss? Ja, gegen die zwei Erstgenannten wusste ich schon, dass es gegen die geht. Und Tim habe ich erst am Gradeshaugen mitbekommen, dass er dran ist. Ja, und dann sowieso noch das eine Stinger hoch, gerade, und dann war es das ja schon. Vielen Dank. Also, tolles Ergebnis hier am Holmenkollen für Erik Lesser, Platz 3. Die Siegerehrung übrigens zeigen wir Ihnen dann im Internet unter sportschau.de. Und Kathi, ehrlich, ich hätte dem Erik das gar nicht zugetraut, auf der Schlussrunde da noch hinzulaufen. Du? Nee, muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine fantastische Leistung. Und wie er vor allen Dingen dann auch noch hier am letzten Anstieg da den Sport angezogen hat. Also das war wirklich grandios. Also ich meine, überhaupt auf der Runde die anderen in Schach zu halten, dann hier auch Attacke zu gehen. Hochgeflogen gerade. Ja, und das ist aber auch das, was glaube ich, ab und zu den Deutschen fehlt, so dieses Selbstbewusstsein zu haben, das Rennen selber in die Hand zu nehmen. Und ich meine, man kriegt nichts geschenkt, man muss sich hart erarbeiten. Und das hat der Erik heute hier gemacht und hat jetzt auch den dritten Platz richtig verdient. Der hat richtig Biss gezeigt und er ist mit Abstand der beste Deutsche gewesen am Schießstand. Nur einen Fehler hat er sich erlaubt und deshalb wollen wir Ihnen auch noch mal die vier Schießeinlagen zeigen. Der eine Fehler schwärzt im wahrsten Sinne des Wortes im dritten Schießen die Bilanz, aber ansonsten alles toll mit den Zeiten, ganz rechts auch die 20er. Ja, also wirklich, da muss man sagen, das war die Grundlage heute zu dem Ergebnis und Erik weiß aber auch, er muss dieses gute Schießen bringen und dieser eine, das war auch der letzte Schuss, gerade beim dritten Schießen, da habe ich schon gedacht, oh Gott, jetzt ist nur unser einziger, einziges Licht doch noch ausgegangen, aber er hat sich da wirklich gut zurückgeholt ins Rennen und ja, also wirklich, wie er sich da freut, das ist ja, da kommt die Faust toll. Und das wollen wir sehen von den Deutschen, denn es gibt ja auch noch zwei Weltcups.